Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht wieder um die Junk und Art Journal Challenge zum Thema Natur. Und mir wurden einige Journals für die Tauschaktion eingeschickt. Und ich darf euch jetzt eins von ungefähr 20 Journals präsentieren. Und ich freue mich mega drauf. Ja, wenn euch das jetzt interessiert, dann bleibt dran. Ja, in diesem Video darf ich euch das wunderbare Journal von der lieben Jackie präsentieren. Und schaut euch das mal an. Was für ein schönes Teil und ein richtig, richtig vollgepacktes Journal. Wow, also ganz, ganz fantastisch. Von außen hier das Papier, das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Der Fuchs hier, ne? Also richtig, richtig alles ordentlich und akkurat. Hier hat sie auch ein ganz tolles Papier verwendet. Und Jackie hat mir auch einen Brief geschrieben und ich denke mal ein bisschen, was darf ich daraus erzählen. Sie schreibt halt, dass sie sie bedankt sich erstmal und freut sich, dass sie an der Challenge teilnehmen konnte und dass es eine Herausforderung für sie war auf jeden Fall und dass sie erst seit anderthalb Jahren im Bereich Junk Journaling unterwegs ist und vorher oder 25 Jahre schon Bastelerfahrung hat und eigentlich so aus dem Scrapbooking-Bereich kommt und das würde man halt auch ein bisschen im Journal sehen. Ja, es ist alles sehr akkurat und ordentlich, aber das ist ja nicht verkehrt, ne? Also von daher, ne, alles wunderbar. Und sie hofft auch, dass sie alle Prompts erfüllt hat und natürlich, dass sich der neue Besitzer oder die neue Besitzerin natürlich, ne, darüber freut, über das tolle Journal. Und dann sendet sie noch liebe Grüße. Also Jackie, dein Journal, ich habe ja schon mal ein bisschen reingeluschert, ne? Es wird auf jeden Fall ganz viel Tolles zu entdecken sein. Und ich freue mich jetzt mega doll drauf, die Musik anzuschmeißen und das Ganze mit euch durchzugehen. Also viel Spaß dabei.
Das war das Journal von der lieben Jackie. Und ja, was soll ich sagen? Das ist ja wohl der Wahnsinn. Also so viele tolle Elemente und Papiere und überhaupt so.
akkurat dann teilweise. Ja, du hast recht, das ist so, ne, ganz ordentlich und so, aber das ist alles so stimmig und harmonisch. Also, das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Journal. Und ich finde deine, hier, diese gerissenen Sachen. Also, das sieht so, so toll aus. Auch hier deine gestalteten Umschläge. Also wahnsinnig toll. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Das sieht man auch. Du hast jede einzelne Seite bestempelt und ist auch alles Kaffee gefärbt oder Tee gefärbt. Und also Wahnsinn. Es ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also ganz toll. Und vor allem, was ich euch zeigen will, das finde ich ja ein ganz tolles Element, ne? Das gefällt mir richtig gut. Und was ich aber ganz besonders toll finde, was mir zuerst gar nicht bewusst war, nach der zweiten Karte dann erst, und zwar, sie hat das hier anscheinend selbst gemalt. Das ist gedudelt. Das sind ihre Doodle-Karten. Und sind die nicht klasse? Also, das nenne ich doch auch mal echt einen, ja, ein Kunstwerk, ne? Das ist halt wirklich schon mega. Mega, mega toll. Also, Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Also, guckt euch das an. Das ist doch Wahnsinn. Richtig stark. Und da sind nicht nur, ist nicht nur die eine Karte, da sind ja mehrere Karten davon hier drin, ne? Ich finde sie natürlich jetzt bestimmt auf Anhieb nicht. Oder dieses Element ist ja auch wohl mal richtig klasse. Guckt mal. Habt ihr richtig so eine ordentliche Tasche hier? Also ganz fantastisch. Auch hier mit so einer richtig starken Struktur passt, also so eine grobkörnige. Also ja. Toll. Einfach nur richtig toll. Und deine Seifenblasen sind auch sehr toll geworden. Guckt mal das hier. Das ist auch so. Ach, ist das schön. Und dann hier noch gemalt mit Buntstiften und diese ganz kleinen Kringel. Und dann hat es die Punkte ausgemalt. Also, boah. Ja. Auch das. Das ist ja wohl richtig toll. Und zwar Schmetterlinge runterziehen. So oder schieben. Und dann einfach zack, zack. Wenn das mal nicht ein starkes Element ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja wohl richtig cool. Ja, und das hier ist auch sehr interessant auf jeden Fall. Also das finde ich auch richtig klasse. Leider habe ich die Schleife nicht mehr so ordentlich hingekriegt. So. So kann man es, glaube ich, lassen. Das ist ganz okay. Jackie, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und dass du uns hier so ein tolles Journal gezaubert hast. Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich finde wirklich deine Papierauswahl richtig klasse. Jedes Papier. Ich finde aber, diese Papiere, die du selbst bestempelt hast, die begeistern mich auch richtig stark. Weil das alles so, es ist irgendwie filigran so, ne? Und es passt einfach. Das ist so einfach so harmonisch. Ne? So. Ist so. Einfach richtig, richtig harmonisch. Super hübsch. Ja. Wahnsinn. Ja, da wird sich auf jeden Fall jemand sehr, sehr freuen drüber. Und also. Ich bin hellauf begeistert. Klasse. Ich danke dir von Herzen und schenke der Jackie auch ganz viel Liebe in die Kommentare. Sie hat es sich ja wohl mal mega verdient. Also, wenn das mal nicht hier ganz, ganz toll ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, und in diesem Sinne noch eine schöne kreative Zeit. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.